Ja, Freunde, heute Abend bin ich ein bisschen später in die Garage gekommen und habe mir gedacht, ich räume einfach nur mal ein bisschen auf, weil ich hatte viel anderes zu tun, was man so als Strohwitwer zu tun hat, halt einkaufen, Wäsche waschen, bügeln, putzen und ja, genau. Ja, und dabei ist mir noch das eine oder andere aufgefallen und da fangen wir jetzt mal mit dem neuen Video an. Willkommen bei Sams Channel. Zum Beispiel ist mir beim Aufräumen aufgefallen, dass ich inzwischen den Originalsatz, den offensichtlichen Originalschraubensatz für diesen Motordeckel gefunden habe. Ich habe hier die Schrauben reingetan, weil die waren in meinem einen Satz da drin. Die waren noch im einen Motor verbaut, aber in dem anderen Motor habe ich gesehen, waren die hier verbaut. Und das sind natürlich die Original-Honda-Schrauben. Deshalb habe ich die jetzt gerade alle nochmal rausgeschraubt und schraube die hier rein. Jetzt sieht das richtig gut aus. Das hilft zwar den Kupplungen mit ihren Schrauben noch nicht weiter, aber wir nähern uns. Ja, und die waren auch bei einem dieser beiden Motoren, bei welchem weiß ich nicht mal an dieser Stelle drin und die tue ich erstmal zur Seite. Die Platte ist mal wieder geputzt und immer wenn alles schön sauber ist, fällt am meisten auf, was noch im Argen ist. Alles glänzt außer dem, was nicht glänzt, nämlich dieses Kabel hier hat viele Beschädigungen, wie man sieht, und auch hier. Da habe ich noch ein bisschen von diesem roten Zeug dahin gemacht, was natürlich nicht unbedingt hübsch ist. Das will ich jetzt ein bisschen beseitigen. Dann will ich versuchen, das hier ein bisschen besser einzuschrumpfen. Will diese ganzen Beschädigungen hier mal versuchen zu reparieren. Man mag jetzt fragen, warum hast du das nicht vorher gemacht, als noch alles abgebaut war. Aber in dem Zustand ist es mir einfach leichter. Da hält es schon mal auf der einen Seite. Ich sehe also keinen nennenswerten Nachteil darin, das jetzt erst zu machen. Der einzige Nachteil ist, dass ich mit meinem Stuhl hier ständig gegen das Kamerabein fahre. Ich will jetzt also erstmal diese Pins hier ausdrücken. Die drei gelben, die von der Lichtmaschine kommen, vom Drehstromgenerator, sind im Prinzip egal. Die kann man irgendwie wieder eindrücken. Ja, und jetzt drücke ich die mal aus. Das kann ein bisschen schwierig werden, weil bei diesen Dingern, die lassen sich nicht gerne, oftmals nicht gerne ausdrücken. Wenn man das Rote abkratzt, kommt wieder das Gelb lackierte zum Vorschein, was es auch nicht gerade besser macht. Wahrscheinlich, und wenn ich mich recht erinnere, wird dieses Kabel nach hinten gebogen, wird hier mit irgendeiner dieser Schrauben mit einem kleinen Bügel festgemacht. Und wenn es nicht so war, dann mache ich das dann so. Und ich stelle mir gerade vor, wenn man hier so eine Tülle drüber hätte. Die ist eigentlich vom Anlasser, aber wenn ich die irgendwie an diese Stelle bekäme, wäre das, glaube ich, kleines Highlight, oder? Sind wir mal gespannt. Der letzte im Anmarsch. Eigentlich ganz cool, wenn es nicht gelb rausschimmern würde. Erinnert euch, dieser Motor hat ja gelb oder goldene Applikationen überall und das ist noch ein Rest davon. Da hat halt einer großzügig lackiert. Dann werde ich eben kleinzügig lackieren. Zumindest wird es unter meiner Tülle jetzt nicht mehr golden rausschimmern. Ich habe hier einen Original-Honda-Kabelhalter von meinen CBF-Schlachtungen. Und der darf ab jetzt, wenn alle einverstanden sind, hier leben. Das wäre dann also mein Vorschlag für die ersten Zentimeter dieses Kabels. Die restlichen aufgeplatzten Schadstellen kriegen einfach Schrumpfschlauch, weil ich habe keinen Original-Honda-Gewebeschlauch. Vielleicht hätte es das noch gegeben und die richtigen Restauratoren hätten es auch genommen, aber ich bin ja der Hobbyschrauber, geht schon so. So, ich habe hier die ausfransenden mal ein bisschen mit Schrumpfschlauch. Hier ist ein Kabelbinder, das ist alles schön fest, sodass das hier nicht mehr zurück kann. Jetzt habe ich diese Haken hier rausgebogen. Man sieht es, glaube ich, ganz gut, dass man mit dem Fingernagel jetzt da drunter kann, damit das wieder einschnappen kann. Jetzt muss ich die Haken wieder eindrücken. Das heißt, ich muss natürlich nicht die Haken eindrücken, ich muss die Pins eindrücken. Und der schwarze Pin ist da, wo ich die Markierung gemacht habe. Damit fange ich mal an. Ja, was die Belegung dieses Steckers angeht, auf dieser Ebene, auf dieser Reihe haben wir ja die drei Drehstrom- oder Wechselstrom, dreiphasige, drei Phasen, 120 Grad verschobener Wechselstrom ist ja Drehstrom.
Diese drei Dinger kann man deshalb beliebig vertauschen, deshalb musste ich mir nicht so besonders gut merken, wo sie drin stecken. Und hier diese beiden Leitungen, das ist zwar eine Gleichspannung für die Erregerwicklung des Rotors. Und wenn man die beiden falsch rum reintut, hat das auch keine Relevanz, weil dann ist es ganz einfach so, als wäre das Magnetfeld, oder es ist definitiv so, dass das Magnetfeld der Erregerwicklung einfach umgedreht wird. Das heißt, die erzeugte Wechselspannung hier auf diesen Leitungen kippt einfach in der Phase um 180 Grad. Und nach der Gleichrichtung, der Gleichrichter, der richtet das sowieso wieder gleich, also die Phasenlage letztendlich der Spannung, die hier kommt, völlig egal. Also ist auch die Phasenlage oder die Polarität des Erregerfelds egal. Deshalb muss man sich jetzt keine Gedanken machen, ob man das vielleicht verpolt. Man muss sich keine Gedanken machen, ob man die drei Leitungen miteinander irgendwie vertauscht. Man muss sich keine Gedanken machen, ob man die beiden Leitungen miteinander vertauscht. Man darf auf gar keinen Fall jetzt diese Ebenen hier verwechseln. Das heißt, man darf diese drei Kontakte nicht hier reinstecken und diese zwei hier, weil dann funktioniert gar nichts mehr. Dann hätte man quasi das, was reingeht und das, was rauskommt, miteinander vertauscht. Und das wäre dann ungefähr so, als wollte man mit seinem Hinterteil essen. Und das ist natürlich nicht so. Okay, wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja, das war jetzt schon wieder deutlich über eine Stunde Arbeit. Aber macht nichts. Ich habe spät angefangen, also kann ich auch spät aufhören. Nämlich genau jetzt. Ich habe nämlich Hunger. Ich drehe mal die Schraube um. Abgerundete Seite muss nämlich nach innen. Das Publikum hat es gemerkt. Vielen Dank dafür. Aber das Schlimme ist, ich habe es zum einen gewusst, zum anderen ist es in meinen Videos zu sehen und zum dritten ist es auch im Werkstatthandbuch drin. Und trotzdem habe ich es falsch gemacht. Mann! So, alles wieder zu. Viertelstunde Zusatzarbeit. Geschieht mir recht. Hätte ja aufpassen können, ne? Ich schraube ja gerne. Weiß eigentlich jemand aus dem klugen Publikum, wozu diese Scheibe gut ist, die über diesen Passstift hier sitzt? Also letztendlich hier zu liegen kommt? Diese Scheibe ist aus extrem weichem Material. Ich könnte jetzt mehrfach zusammenfalten und dann würde sie zusammengefaltet bleiben, was ich natürlich nicht tun werde, weil ich will sie ja benutzen. Aber ich weiß nicht, wofür die da ist. Warum die aus genau solchem weichen Material, fast wie dünnes Blei. Sie ist im Werkstatthandbuch und im Mikrofisch eigentlich vorhanden und angezeigt. Und deshalb mache ich sie wieder hin. Aber warum? Keiner weiß es genau. Also ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ja von euch jemand. Ich weiß es jedenfalls nicht. Wenn dem so sein soll, will ich mich nicht wehren. Das ist die falsche Schraube für die Stelle. Die ist eigentlich einen halben Zentimeter zu kurz, aber ich habe die Originalschraube jetzt gerade nicht da. Vielleicht muss ich aber einfach nur suchen. Apropos suchen, ich wollte den Ölkühler suchen. Aber vorher zeige ich euch noch diesen wunderbar lackierten Ölfiltergehäusedeckel. Ölfilterdeckel? Keine Ahnung. Das Ölfiltergehäuse. Das gehört auch dazu, aber da fehlt noch ein bisschen was. Es fehlt der Ölfilter himself. Das letzte Mal, als ich so einen Ölfilter ausgepackt habe, waren da auch ein paar Ohrringe dabei. Genau. Ein Ohrring hier. Zwei Ohrringe sogar. Ein großer, ein kleiner und ein Ölfilter. Cool. Der kleine Ohrring ist wahrscheinlich der für hier. Und der große ist der für hier. Und ich gucke mal, ob ich das gebacken kriege. Hui. Okay. Dann sind wir mal neu und gierig. Neu werde ich nicht mehr, aber gierig war ich schon immer. Passt zumindest. Auch gerade ein bisschen Öl, was mir von der Kupplung runter getropft ist. Das kann ich mal hier so ein bisschen drauf tun. Kann ja nichts schaden, wenn ein Ölohrring ein bisschen Öl kriegt. Der kleine auch vielleicht. So. Man hat das Gefühl, wenn man diese Ohrringe über die Gewinde zieht, dass man dabei viel mehr kaputt macht, als das Wechseln des Ohrrings bringt. Und eigentlich hat der Ohrring nichts. Das ist der neue. Aber den neuen hier drüber zu dehnen, macht auch keinen Sinn irgendwie. Vielleicht kann ich ja wenigstens dem neuen Ohrring das blöde Gewinde ersparen. Ja, ja, ich denke, das hat ihm zumindest nicht geschadet. Ist ja praktisch, dass Marle noch eine Plastiktüte als Einführhilfe geliefert hat. Irgendwo muss hier noch eine Feder rein.
weiß aber ehrlich gesagt nicht so genau wo, wahrscheinlich. Ich glaube, ich gucke erstmal nach, ich mache sowas ja auch nicht jeden Tag. Dann ist laut Werkstatthandbuch hier eine Scheibe. Die habe ich nicht mehr gefunden, ich habe jetzt eine gemacht, deshalb sieht die so komisch aus. Ja, die passt jetzt schon sehr genau. Wahrscheinlich muss ich sie noch ein ganz kleines bisschen auffallen, damit sie noch genauer passt. So, jetzt passt der Ring. Schauen wir mal. Oh, hier drin ist lackiert. Hoffentlich wird das dicht. Ah. Passt nicht mehr. Scheiße. Offensichtlich verhindert jetzt genau diese dünne Lackschicht, dass jetzt dieses Ding da durchgeht. Dann schauen wir mal, eine Stunde sehen wir uns wieder. So, die Farbe ist also ausgeknetet aus dem Loch. Und jetzt schauen wir mal. Passt. Meine selbstgemachte Scheibe. Dann vielleicht ein bisschen Öl auf dem Gummi machen. Ja, Beschriftung nach außen. Oh. Vielleicht sollte ich es schrauben. Schrauben geht. So. Da gab es diesen Zapfen, der kommt da irgendwo dazwischen, wenn ich mich recht erinnere. Nein, die Dichtung vergesse ich jetzt nicht. Die andere ist hier auch drin. Ja, und dieses Loch ist noch viel zu groß. Muss ich noch Reduzierstückadapter rein? Das war doch das, wo ich keinen Gabelschlüssel für hatte, oder? Ich vergesse immer, ob die Dinge Engländer oder Franzose heißen. Das muss genügen. Nennen wir es einfach Europäer, ist ja auch von Proxon. So, ich hoffe, das mit dem Gegenlicht ist noch erträglich. Der Ring ist okay. Feder ist drin, Scheibe ist drin, Ohrring ist drin. Ich glaube, gerade hat sich mein kleiner Proxon verabschiedet. Ich wollte ihn auf 28 jetzt einstellen, aber da oben geht er so was von schwer. Ah! Mein Traum ist ja dieses elektronische Ding von Snap-on, was die ganzen Profischrauber immer haben. Aber sowas werde ich mir wohl als Fast-Rentner nicht leisten können. Na gut, die 28 oder 30 kriege ich auch mit dem anderen, mit dem mittleren hin. Den jetzt mal auf 28 eingestellt. 28 bis 33 soll das Ding kriegen. Das ist schlimm mit sich. Okay. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Sie hat nicht gelitten und wenn ich so sehe, hängt auch nirgends das Ding raus. Also es müsste passend, das ist im Schlitzer, das andere habe ich drin, Scheibe, Feder, Ohrring, okay. Ja, Freunde, ihr seht, ich habe den Ölkühler gesucht und gefunden. Ja, heute sind auch die Reifen gekommen für das Motorrad. Das ist also das, was der Thomas sich ausgesucht hat. BT46 von Bridgestone Battleaxe, ja genau. Und Thomas sagte mir, der Hinterreifen ist der allerletzte, den es hier in der Gegend, in Deutschland, in Europa, auf der Welt irgendwie zu kriegen war. Deshalb hat nicht mein Meister den besorgt, wie wir es normalerweise gemacht hätten, sondern der Thomas hat das bestellt und hat das dann zu mir schicken lassen. Jetzt ist es hier, ist heute gekommen und der Thomas nimmt das jetzt mit, bringt es zusammen mit den Felgen zu meinem Meister und dann wird es bereift und dann kommt es irgendwann wieder. Das ist so der Plan. Ja, unglaublich. Der Thomas
war gerade da und hat irgendwo von einem Kumpel eine Kiste von altem Motorrad Honda Boldor Schrott aufgetrieben. Und derjenige, von dem die Kiste stammt, der hat jahrelang alles einfach da in diese Kiste geworfen und das hat sich hier angesammelt. Ein bisschen was habe ich schon rausgesucht. Und wir wollen bei Gelegenheit mal gucken, ob da vielleicht auch wertvolle Sachen dabei sind. Zum Beispiel. Boah, guck mal hier. Wenn da unten noch ein paar mehr davon kommen, wäre das gar nicht schlecht. Obwohl, Aluminiumschrauben will ich hier gar nicht benutzen, aber das lag da auch da drin. Das kann ich schön als Rohmaterial für meine Drehbank benutzen. Einfach ein Aluminiumklotz. Naja, ihr seht schon. Deckel von Gabeln kann man sich auch was drehen. Und lauter Tod und Teufel, aber unendlich viel Tod und Teufel. Das hier ist eine Hauptständerachse. Schock. Keine Ahnung, kümmere ich mich später drum. Und was Thomas auch noch gefunden hat, ist ein weiterer intakter Fliehkraftregler. Mal gucken, ob ich hier vielleicht passende Ohrringe finde. Ja, zum Glück, zum Glück. Weil im Motordichtsatz waren die mal wieder nicht drin. Aber das passt schon so. Wie man schön sieht. Hier muss ich gerade mal die Gewinde nachschneiden für die Ölkühlerbefestigung, weil da ist lauter Pulver drin. Muss ich sowieso irgendwann machen, deshalb. Ja, ich habe eine Tüte gefunden, wo Ölkühlerbefestigungsmaterial draufsteht. Die wollte ich noch pulvern, glaube ich. Ah, das sind die Schrauben an der Ölwanne unten. Das sind die, die da oben rein müssen. Genau. Ich weiß zwar nicht wirklich, ob der Ölkühler bleiben kann oder wird, aber der Rahmen ist zumindest soweit fertig, sodass man diese Dinge da jetzt wieder reintun kann. Vorsichtig, so wie sich die Igel vermehren. Ja, wenn ihr jetzt Gebrumme von Fliegen hört, dann liegt es daran, dass wir Sommer haben und dass die Fliegen tatsächlich brummen. Ah, ist das noch rostig. Man wird wohl nie erleben, dass man einfach mal mit irgendwas fertig ist. Von wegen nur noch saubere Teile zusammenfügen. So, schauen wir mal, wie das geht. Super! Das sitzt hier so drin. Ja, scheint so zu passen. Zentralklammer mache ich jetzt später, die will ich noch pulvern, wie gesagt. Ja, wenn ich die Stöpsel jetzt ziehe, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Öl kommen. Es tropft nämlich schon. Boah! Irgendwelche Gummiteile habe ich da reingesteckt zum Waschen, damit es nicht da reinfließt, das Wasser. Ja, das war's wohl. Wenn hier noch ein bisschen Altöl mit durchgeschwemmt wird, ist mir das jetzt erstmal egal, weil wir machen halt diesen Motor sowieso nach spätestens 1000 Kilometern einen Ölwechsel. Und wer weiß, wenn irgendwas undicht ist, muss ich das Öl sowieso wieder ablassen. Ich bin da etwas skeptisch, weil dieser Motor hatte zwei Ölwannendichtungen verbaut. Jetzt habe ich Dichtwannenkleber benutzt. Dichtwannenkleber, ja. Na, ihr wisst, was ich meine. Weil die Dichtung halt nicht gepasst. Und ich frage mich halt, warum hat der Vorschrauber da zwei Dichtungen reingemacht? War er entweder zu faul, eine zu beseitigen, oder hat er vielleicht eine Undichtigkeit gehabt und hat einfach eine Dichtung dazu gemacht? Also Überraschungen sind irgendwie dann schon zu erwarten, aber natürlich nicht zu erhoffen. Dann will ich in diesen Deckel mal die Dichtung einlegen. Ja, passt ganz gut. Die war gar nicht mal so schwer reinzubalancieren, wie ich dachte. Ich mache jetzt in den Kupplungsdeckel mal irgendwelche Schrauben passender Länge rein. Die sind zwar nicht schön, aber ich glaube, die waren auch drin.
Aber die werden noch sicherlich ausgetauscht. Mal gucken, was wir finden. Aber ich will gucken, ob es dicht ist. Und deshalb muss irgendwas drin sein. So sollten sie idealerweise alle aussehen. Ich mache die jetzt alle mit Handgelenks 10 Newtonmeter fest. Das mache ich mal wieder ab. Wenn Öl irgendwo rausläuft, sehe ich es leichter, wenn das ab ist. Ob ist eh falsch, weil einen halben Zentimeter zu kurz, wie schon gesagt. Die ziehe ich jetzt alle endgültig mit 10 Newtonmeter an. Ich entgrate gerade einen Bremssattel-Haltestift, einen alten, aus der Bastelschublade, den ich gerade abgeflext habe. Genau, das ist der Rest. Den mache ich jetzt ein bisschen sauber. So. Dann kommt hier etwas Gehäusedichtmittel um diesen Pin. Zunächst mal einfach so. Und dann drehe ich das in dieses Loch, wo wir vielleicht irgendwann den Temperatursensor reinmachen. Ich kann das natürlich nicht beliebig weit reindrehen. Ich drehe es einfach so rein, dass die Schraube noch rausguckt. Das ist sowieso nur für jetzt und das kann jetzt trocknen bis morgen. Und morgen fülle ich Öl rein und hoffe, dass dieser Punkt, so wie die alle anderen Punkte auch, nicht tropfen. Das heißt, der alte Mann hat schon wieder Hunger und macht Feierabend für heute. So, der nächste Tag. Ich werde jetzt mal den ein oder anderen Liter Öl in diesen Motor versenken. Wenn alles gut geht, werden es 4,5 werden. Ich habe natürlich vorher die Platte geputzt. Der erste Liter ist jetzt drin und er ist zumindest nicht gleich unmittelbar wieder rausgelaufen. Ganz gutes Zeichen. Ja, 4,5 Liter sind drin. Zumindest sind sie nicht gleich wieder rausgeflossen. Bin gespannt, was der Ölmessstab jetzt anzeigt. Wahrscheinlich viel zu viel. Weil bei einem normalen Ölwechsel soll man nur 3,5 Liter benutzen. 4,5 Liter, wenn der Motor zerlegt war. Das heißt, ich kann jetzt damit rechnen, dass das Öl in der Ölwanne noch ziemlich hoch steht, vergleichsweise hoch. Sollte vielleicht meine Brille aufziehen. Dann kann ich vielleicht mal versuchen zu zeigen, wie der Ölstand ist bei einem frisch gefüllten Motor, der noch nie gelaufen ist. Bei 4,5 Liter, das ist also hier an dieser Stelle ungefähr. Also deutlich mehr. Normalerweise würde man sich hier irgendwo verorten. Aber jetzt sind wir hier drüber. Ist ja auch klar, war auch zu erwarten. Jetzt mache ich das mal hier zu, lasse es eine Stunde stehen und dann, wenn nach einer Stunde keine Pfütze sich gebildet hat, denke ich, kann man den Motor mal per Anlasser durchdrehen lassen. Ich lade mal meine alte Starterbatterie. Es ist fast eine Stunde vergangen. Das Öl steht ungefähr auf dieser Höhe. Also relativ hoch. Bis jetzt ist noch alles dicht. Wenigstens einer. Ich bereite so langsam mal die Dinge vor, die da kommen mögen. Ich kann den Minuspol auch temporär hier anschließen, an der Mitte. Eigentlich wird es hier bei der Befestigungsschraube angeschlossen, aber das ist jetzt egal. Das ist der gleiche Block Eisen oder Alu. Der Scherenheber ist nur für die Batterie auf die richtige Höhe zu bringen oder auf eine angenehme Höhe. Ja, fragt mich ruhig, ob ich nervös bin. Natürlich bin ich nervös. Nach einem halben Jahr Arbeit zeigt sich jetzt, ob ich vielleicht einen winzig, winzig kleinen Fehler gemacht habe. Und wie schon beschrieben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das getan habe, eigentlich größer, als dass ich es nicht getan habe. Obwohl, den Fehler habe ich ja schon hinter mir mit dem Falschanbringen der Mutter am Kupplungskorb. So. Das ist der Öldruckschalter und ihr habt gerade gesehen, ich habe hier mal berührt, ich kann es nochmal gerade machen. Der Öldruckschalter zeigt jetzt an, dass wir keinen Öldruck haben, deshalb leuchtet die Öldruckkontrollleuchte, wenn man eine anschließt, was ich ja gerade getan habe. Ich bin halt neugierig, ob die ausgeht, nachdem der Motor eine Zeit lang vom Anlasser gespult worden ist. Es gab keinen Probelauf, das ist kein Fake. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Öldruckschalter braucht, um zu reagieren.
bis das Licht ausgeht. Ich habe keine Ahnung, ob er bei Anlasserdrehzahl überhaupt reagiert, überhaupt genug Öldruck aufbaut, damit das Licht ausgeht. Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne diesen Motor nicht. Ich weiß nur von diversen Schrauberfilmen, Autoschrauberfilmen, die ich so im Laufe der Zeit geschaut habe, dass manche wirklich lange, lange, lange orgeln, bis sie Öldruck haben an dieser Stelle. Allerdings ist ein Automotor natürlich ein bisschen größer, umfangreicher als das Teilchen hier. Aber schauen wir mal. Ich habe übrigens hier den Leerlauf wieder eingelegt, damit der Anlasser nicht noch das halbe Getriebe mittreiben muss. Das Einzige, was ich je vorher gemacht habe, ist das Ding mit dem Schraubenschlüssel gedreht. Und jetzt dreht er sich das erste Mal mit dem Anlasser. Und los. Es ist zumindest nichts kaputt gegangen, er hat sich zumindest gedreht. Die Öldruckkontrollleuchte ist allerdings noch nicht aus. Das kann normal sein, weil entweder die Zeit nicht gelangt hat oder der Öldruck mit dem Anlasser nicht zu erreichen ist, der den Schalter bedient oder. Wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Ich bin jetzt guter Hoffnung jedenfalls, dass schon ein bisschen Öl umgepumpt wurde. Und momentan sehe ich noch nichts irgendwo auslaufen, also lasse ich ihn noch mal ein paar Sekunden drehen. Ah. Jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Sehr schön. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Öldruckkontrollleuchte ist ausgegangen, was schon mal sehr gut ist. Öldruck ist entstanden, weil hier hat es rausgesprudelt. Das ist das Loch, was ich nämlich vergessen hatte. Hier sitzt normalerweise die Ritzelschraube drin, mit einem O-Ring natürlich. Und das habe ich vergessen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir Öldruck bekommen haben und dass er zumindest hier an dieser Stelle im Getriebe angekommen ist. So gesehen war es eigentlich ein Vorteil, dass ich mir diesen kleinen Fauxpas geleistet habe. Gut, jetzt werde ich mal nach einer Schraube suchen und das noch abdichten und die Sauerei wieder beseitigen, die hier gerade entstanden ist. Aber so groß war sie zum Glück nicht. Ich habe es ja gleich gesehen. Ich muss die richtige Schraube noch suchen. Das ist sie nicht. Das ist jetzt eine von mir aus der Bastelkiste. Die sollte wenigstens erstmal mit dem Ohrring zusammen aus dem Motordichtsatz dicht machen. So. Irgendwo muss es ja hin. Jetzt muss ich natürlich erstmal alles reinigen, damit ich eventuelle Undichtigkeiten von dieser Misere unterscheiden kann. Hat ja keinen Sinn, wenn da jetzt Öltropfen hängen und ich nicht weiß, ob die hiervon kommen oder irgendwas nicht ganz dicht ist oder irgendjemand. Jetzt lasse ich es gerade noch mal laufen, weil ich gerne wissen möchte, ob die Ölkontrollleuchte jetzt ein bisschen früher ausgeht. Ja, kann man durchaus sagen. So geht es relativ schnell aus. Eigentlich fast unmittelbar nach den ersten Umdrehungen, das ist schön. Was auch ein Beweis dafür ist, weil ein Zuschauer hat nicht gesehen, wo ich diese bei der Ölpumpe diese Mitnehmerstifte eingebaut habe und hat danach gefragt, ob ich die nicht vergessen hätte. Nein, habe ich nicht. Ansonsten hätten wir jetzt keinen Öldruck und den haben wir ja jetzt. Ja, dann als letzten Akt in diesem Video Kompression, oder? Da der letzte Kompressionstest mit dieser Messuhr an diesem Motor oder an dem anderen erfolgte. Müsste der Adapter eigentlich noch passen? Ja, sieht ganz gut aus. Ich kriege ihn nur nicht ganz bis unten rein. Komisch. Zylinder Nummer 1, ihr erinnert euch, der hatte überhaupt keine Kompression. Null. Ja. 100. Zugegebenermaßen hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wenn sie alle gleich sind, soll es mir recht sein. Ich weiß nämlich nicht, was ich kriegen sollte, müsste. Jetzt lasse ich die Batterien in Anlasser sich aber erstmal ein bisschen erholen, damit ich vergleichbare Ergebnisse bekomme. Es ist nämlich so, wenn man Kompression zu schnell hintereinander misst und die Batterie immer schwächer wird, bekommt man unterschiedliche Messergebnisse, was natürlich auch nicht gut ist.
Deshalb warte ich jetzt noch mal ein paar Minuten, bis ich den zweiten mache. So, Nummer 2 für euch in schneller Folge, das ist das Schöne am Video. Oh, da ist was kaputt. Das ist jetzt Nummer 3, vielleicht können wir wenigstens einen Dreizylinder draus bauen. Ich hatte nach einigen wenigen Umdrehungen so ein komisches Geräusch, als würde irgendwas irgendwo abblasen. Nummer 4, und ich hatte echt Probleme, den Messeradapter hier runter zu kriegen. Ich habe mit dem Schraubenschlüssel ein bisschen mitgeholfen, weil an dieser Stelle geht das recht gut. Und jetzt schauen wir mal die Kompression von Nummer 4 an. Gar nichts. Ja, ich bin leicht irritiert, weil man spürt ja auch Kompression mit dem Finger, wenn man den hier drauf hält. Diese Pft ist eindeutig Kompression. Das ist Zylinder Nummer 1, klar. Und Zylinder Nummer 1 war ja in Anführungsstrichen okay, hat ja Kompression angezeigt. Ob es genug war, weiß ich natürlich nicht. Aber jetzt hatte ich gerade Zylinder Nummer 1 nochmal gemessen und da war er bei 0. Und wenn ich meinen Daumen, meinen Finger drauf halte, spüre ich Kompression an allen Zylindern gefühlt gleich. Merkwürdig. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich meinem Messgerät trauen kann. Ich habe jetzt mal den O-Ring da unten gewechselt, so als Verzweiflungstat. Ich teste gerade nochmal Zylinder 1. Den ersten Wert habt ihr ja gesehen. Danach hatte ich eine 0. Jetzt habe ich wieder eine 0. Obwohl dieser Schlauch zuckt. Der macht immer in meiner Hand. Ja, Freunde, was bedeutet das? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Vermutung. Messergebnisse, Prüfergebnisse müssen immer reproduzierbar sein, unabhängig von Ort, Zeit, Equipment und Operator. Naja, Ort und Zeit lassen wir mal dahingestellt. Der Operator, okay. Und Equipment, ja. Das ist ein gewisses Problem, ganz offensichtlich. Es ist bekannt, dass die Kompression in hohem Maße von der Anlasserdrehzahl und damit von der Batteriespannung oder von der Batterieleistung abhängt. In dem Fall kann man wohl ziemlich sicher sagen, dass die Batterieleistung an der unteren Grenze ist, vielleicht sogar unter der unteren Grenze ist, um diese Prüfung vernünftig zu machen. Ich zeige euch gerade mal was. Die Batterie nimmt kaum Ladung auf. Ich habe schon auf Autobatterieladen gestellt, aber es tut sich kaum was. Es fließen gerade mal 500 mA. Normalerweise müssten in diesem Zustand 5 Ampere fließen. Das ist eine alte Batterie von meiner schwarzen CB1300. Die habe ich damals außer Betrieb genommen, weil sie einfach schon schlecht war. Und da habe ich gedacht, naja, die kannst du so zum Anlasser testen und für Kompressionstests noch benutzen. Zum Anlasser testen ja, vielleicht. Für Kompressionstests wohl eher nicht. Das war wohl eine totale Fehleinschätzung meinerseits. Möglicherweise habe ich mir damit ein Ei gelegt. Und möglicherweise und hoffentlich ist es nur das. Trotzdem muss ich zugeben, ich hätte jetzt nicht erwartet, wenn die Batterie anfängt zu schwächeln, dass die Kompression gegen Null geht. Wirklich gegen Null. Ich hatte im Zylinder Nummer 1 am Anfang eine Kompression von 10, habt ihr ja gesehen. Und in der letzten Messung absolut Null. Das ist, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Kann natürlich sein. Hab da ja auch nicht so die Erfahrung mit diesen Geschichten, aber erwartet hätte ich das jetzt so in dem Stil, in dieser Krassheit nicht. Vielleicht ist aber noch was anderes am Messaufbau oder am Equipment faul. Ich habe ja noch ein paar andere Möglichkeiten oder Methoden, Kompression zu messen. Einmal die Stromaufnahme des Anlassers, das Stromaufnahmeprofil oszillografieren, während der Anlasser dreht. Dazu kann man die Zündkerzen reinmachen und kann im Prinzip während nur wenigen Umdrehungen kann man feststellen, ob ein Zylinder vielleicht von den anderen abweicht, indem man ganz einfach das Stromprofil oszillografiert. Das kann ich mal machen, wenn die Batterie mal wieder richtig voll ist, falls sie sich überhaupt erholt. Ich gucke mal gerade, viel passiert hier nicht mehr, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist sie jetzt total platt. Und die nächste Methode, die ich möglicherweise noch hätte, wenn also meine Druckuhr, meine Kompressionsmessdruckuhr, die ich schon seit ewigen Zeiten habe und die extrem preiswert war, muss ich sagen, jetzt irgendwie den Geist aufgegeben hat oder vielleicht nicht ganz zuverlässig funktioniert. Ich könnte einen elektronischen Drucktransducer benutzen. Ja, den habe ich da, den kann ich da anschließen. Zu beiden Methoden habe ich schon mal Videos gemacht, habe die auch schon gezeigt. Und ja, ich wollte sowieso schon immer mal mit diesen alternativen Methoden der Kompressionsprüfung noch ein bisschen üben. Weil normalerweise nehme ich halt auch meistens die Druckuhr, wenn ich irgendwie Platz habe, an die Zündkerzen dran zu kommen. Und meistens ist das ja der Fall.
meiner Totalzerlegung sowieso. Dementsprechend habe ich diese anderen Methoden, die ich eben beschrieben habe, lange nicht mehr benutzt, aber sie stehen noch zur Verfügung. Und speziell die vergleichende Messung über das Stromprofil des Anlassers, das wird mich jetzt mal interessieren. Deshalb lasse ich die Batterie jetzt noch ein bisschen laden und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Bis demnächst bei Zams Channel.